und herzlich willkommen. Ja, ich habe wieder denselben Look. Ich drehe wieder einige Videos hintereinander. Und dieses Mal handelt es sich um sehr viele Schminkvideos. Und ich habe mir mal gedacht, da ich ja sehr gerne auch High-End-Produkte kaufe, aber auch Drogerieprodukte, dass ich die einfach mal miteinander vergleiche und eine Hälfte vom Gesicht mit Drogerieprodukten schminke und eine Hälfte mit High-End-Produkten. Ich habe jetzt alles so ein bisschen zusammengesucht. Meine Drogeriemarken, die sind eben sehr eintönig, mehr Catrice und Essence, weil die anderen Marken, die verwende ich eigentlich nicht so sehr. Und die High-End-Marken, die sind sehr durchgemischt. Ich versuche euch auf jeden Fall, wenn es geht, alle Produkte unten zu verlinken. Und dann würde ich sagen, fangen wir an. Es ist auf jeden Fall diese Seite für die High-End-Marke und diese Seite haben wir für die Drogeriemarke. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach an. Und zwar fange ich jetzt an mit der High-End-Seite. Ich fange natürlich wie immer an mit einem Primer. Hier habe ich von Icona Milano aus der Glossy Box den Primer, den verwende ich super gerne, verwende ich auch gerade, also jeden Tag im Alltag, weil ich den einfach sehr gerne mag. Der fühlt sich einfach super weich an und super angenehm und da braucht man auch nicht viel. Viel Unterschied merkt man jetzt da noch nicht, aber ich merke auf jeden Fall, dass meine Haut weicher ist, dass das die Poren ein bisschen zumacht und deswegen verwende ich die so gerne. Und auf der Drogerieseite haben wir von P2 einen Primer, den habe ich mir zu Anfang meiner YouTube-Zeit gekauft. Anti-Red Effect Perfect Face Make-Up Base. Leichte Formel kaschiert Hautunebenheiten für ein strahlendes Hautbild, neutralisiert Rötungen. Genau, das ist eben so etwas glitzernder, hautfarbener Primer, wenn man das so sagen kann. Der ist flüssiger als der andere und den gebe ich jetzt auf diese Gesichtsseite auf. Jetzt habe ich, glaube ich, sogar ein bisschen viel Primer verwendet. Ich hätte einen Pumpstoß nehmen sollen, der hätte gereicht. Den Rest muss ich jetzt leider wegwischen. Also ich weiß nicht, ihr seht es wahrscheinlich jetzt schon, den Unterschied zwischen dem Drogerieprodukt und zwischen dem High-End-Produkt. Das High-End-Produkt, das hat die Seite mattiert. Also hier bin ich schön matt und die Seite, die ist eher glänzend, wenn ihr das seht. Die hat nämlich auch ein bisschen so Schimmerpartikel drin. Rötungen kaschieren, ja, weiß ich nicht, sehe ich jetzt nicht so viel, aber wer einen schönen Glow haben möchte, den kann ich die auf jeden Fall empfehlen. Ab und zu mag ich das sehr gerne, aber überwiegend verwende ich diesen matten Primer, weil ich das einfach matt lieber mag. Ich glänze nicht gerne. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Concealer, denn danach verwende ich immer den Concealer, um alles abzudecken. Auf der High-End-Seite habe ich hier einmal von der Glossy Box mal wieder, also die meisten Produkte bekomme ich sowieso aus der Glossy Box, diese Bella Pierre Palette, Concealer Palette und Color Correcting Palette, aber Color Correcting tun wir heute nicht, sondern nur Concealer und da werde ich diese helle Farbe verwenden. Und die werde ich jetzt hier auf den Rötungen ein bisschen verteilen, hier einen kleinen Pickel. Also ich conceal eigentlich die ganze Nase immer, weil ich habe ein paar Sommersprossen und das mag ich überhaupt nicht. Und hier unterm Auge mache ich das gleich am Anfang. Ich finde, der ist super, super cremig. Also wenn ich reinfasse, der löst sich sofort unter meinen Fingern auf. Finde ich mega angenehm. Aber ich muss sagen, von der Deckkraft ist der jetzt, ja, mittel. Gibt bessere. Vielleicht kann man den aber auch aufbauen, das werde ich jetzt probieren ein bisschen. Ja, ich finde, aufbauen kann man den schon super, wenn man ein bisschen einklopft. Ich habe halt auch sehr, sehr tiefe, also sehr blaue Augenringe und das mag ich auch nicht. Und hier oben, keine Ahnung, was ich da gemacht habe, aber hier habe ich mich irgendwie verletzt. Ich muss sagen, ich verwende Cremeprodukte zurzeit sehr, sehr gerne. Die Seite ist jetzt concealed. Ich muss sagen, es ist mittlere Deckkraft. Es ist jetzt nicht super gut, aber jetzt auch nicht super schlecht. Ich finde die Konsistenz auf jeden Fall sehr, sehr angenehm. Und auf dieser Seite, auf der Drogerieseite, verwenden wir meinen Lieblingsconcealer, der schon so gut wie leer ist. Und zwar ist es der Catrice Camouflage Concealer. Den verwende ich super, super gerne und hoffe, dass ich noch so viel rausbekomme, dass ich mein Gesicht abdecken kann. Der ist halt jetzt ein bisschen dickflüssiger, beziehungsweise fester. Der andere, der wird richtig flüssig unter der Haut. Und ich muss sagen, dass mir der andere von der Farbe her besser gefällt, weil der so richtig schön aufhält. Seht ihr das? Also hier ist es jetzt richtig hell und da bringt mein Concealer irgendwie nicht viel. Beziehungsweise es bleibt einfach dunkel. So, das war's jetzt wieder. Also ich muss sagen,
vom Finishing und vom Auftragen her gefällt mir die Bella Palette um einiges besser. Also die Bella Pierre Palette. Der ist ein bisschen gelber, finde ich. Und der ist wirklich sehr schön hell. Also der hält wirklich auf. Der macht nicht gelb. Ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied seht, aber hier haben wir wirklich sehr, sehr gelb. Und hier ist er wirklich sehr, sehr schön weiß und sehr schön dezent. Hätte ich nicht gedacht, der hat jetzt gerade meinen Lieblingsconcealer abgelöst. So, dann kommen wir als nächstes zur Foundation. Und zwar habe ich auf dieser Seite noch nie benutzt die Too Faced Foundation, die wir jetzt das erste Mal ausprobieren werden. Und zwar ist es die Born This Way Foundation. Die habe ich wirklich noch kein einziges Mal verwendet. Und die gebe ich mir hier auf den Handrücken und werde sie dann im Gesicht verteilen. Also das Packaging ist auf jeden Fall mega, aber das wisst ihr ja, ist Too Faced einfach besser. Und hier habe ich meine Beauty Blender. Ich glaube, jetzt habe ich doch wieder ein bisschen viel genommen und das werde ich jetzt auf dieser Seite verteilen. Oh, die ist fast ein bisschen, obwohl. Entschuldigung, ich bin das immer nicht gewohnt mit dem Spiegel. Oh, die ist sehr schön leicht, muss ich sagen. Also es gefällt mir schon mal sehr gut. Mich nervt es jetzt, dass ich so viel Produkt verwendet habe, obwohl ich es nicht brauche. Ich versuche es jetzt noch ein bisschen aufzubauen, obwohl ich jetzt finde, dass die von der Deckkraft her in Ordnung ist. Also die ist wieder mittel. Genauso wie der Concealer finde ich aber sehr schön. Dass wir nichts verschwenden, versuche ich die jetzt aufzubauen. Passt auf jeden Fall sehr gut zu meinem Gesicht. Also ich sehe jetzt, ich weiß nicht, ob ihr einen seht, aber ich sehe keinen Rand. Und ich finde, sie passt auf jeden Fall super zu meinem Concealer, den ich zuvor verwendet habe, weil sie auch sehr schön aufhält. Und mir gefällt sie. Finde ich, kann man auch super aufbauen. Okay, jetzt wird es fast ein bisschen cakey. Also es war jetzt, glaube ich, ein bisschen zu viel. Aber ich will nichts verschwenden. So, jetzt habe ich wirklich alles eingeblendet. Die lässt sich auf jeden Fall super schön aufbauen, obwohl ich sagen muss, ja, ein bisschen cakey ist sie jetzt geworden. Es war, glaube ich, ein bisschen viel doch mit der Foundation. Ich hätte ein bisschen weniger genommen. Ich hätte es auf jeden Fall nach der ersten Schicht gelassen, weil ich finde, es hat mittelmäßig abgedeckt. Das reicht für mich auf jeden Fall. Meine Haut ist jetzt nicht so schlecht, dass ich total hohe Deckkraft brauche. Und sie verleiht ein bisschen Glanz, finde ich auf jeden Fall auch sehr schön. Normalerweise mag ich matt lieber, aber ab und zu gefällt mir Glanz auch. Ich finde einfach, dass das Finish sehr schön ist und es fühlt sich super, super gut an. Also mir gefällt das Gefühl auf der Haut total. Da kann ich nichts dagegen sagen und sie färbt auch nicht ab. Also die Seite gefällt mir auf jeden Fall schon mal. Jetzt seht ihr beide Hälften. Ich sehe gar nicht so weit ohne Brille, jetzt kann ich gar nicht sagen, wie ich aussehe. Aber die eine Seite sieht auf jeden Fall von den Rötungen her und alles schon besser aus. Genau, da kommen wir auch zum Lieblingsprodukt, einem sehr lang geliebten, gehegten Produkt und zwar von Catrice. Die Hardy Liquid Coverage Foundation, die kennt jeder, also wirklich jeder. Mag ich super gerne, was ich bei der aber nicht so gerne mag, die verwende ich natürlich schon länger, ist, dass die nicht so ein schönes Gefühl hat. Also ich finde, dass das Gefühl mit der Foundation noch sehr, sehr natürlich ist, aber die wirkt sehr dick, wenn ich die auftrage, habe ich das Gefühl. Aber das werden wir jetzt einfach testen. Ich hoffe, dass ich mich nicht voll kleckere. Ich mag das auch total gerne, das einfach hier so aufzutragen. Normalerweise trage ich die andere anders auf, aber nur muss ich jetzt auch schauen mit den Gesichtshilfen. So, dann verblenden wir. Ich mag das auch nicht, wenn man dann wirklich so viele Schichten drauf hat, dass man das Gesicht gar nicht mehr sieht. Also von der Farbe. Ja, okay, die Catrice Foundation, die ist ein bisschen dunkler. Man sieht es hier oben an der Stirn. Da ist so ein schöner Strich. Ich weiß nicht, ob ihr den sehen könnt. Die ist ein bisschen dunkler, hinterlässt auch ein bisschen Rand. Da gefällt mir jetzt von der Farbe her, muss ich sagen, die Too Faced Foundation besser. Und das ist die hellste, also da kann ich keine hellere nehmen. Das ist die Farbe Pearl. Die passt sehr gut, da habe ich mich auch beraten lassen. Wenn es die noch heller gäbe, würde ich die natürlich auch kaufen, aber es gibt sie leider nicht heller. Aber ich muss sagen, dass mir einfach die vom Finishing wieder besser gefällt. Ich mache auf jeden Fall hier an der Seite eine Umfrage. Ich glaube, dass hier an der Seite ist. Welches Seite ihr dann besser findet, einfach bei der Umfrage mitmachen, würde mich sehr interessieren, weil selbst bewerten ist dann doch wieder irgendwie anders. Aber ich muss sagen, vom Finishing her und vom Glanz her und einfach vom Allgemeinen her gefällt mir einfach die Too Faced Foundation besser, hätte ich nicht gedacht. Und ich finde, dass die Rötung auch besser weg ist als auf dieser Seite. Nein, ich muss sagen, mir gefällt die Too Faced Foundation
von der Farbe und vom Finishing her einfach besser. Ich weiß nicht, ich stehe auf das Glänzende von der Too Faced Foundation und die glänzt nicht so schön. Und ich glaube, dass die auch eher bei mir einen Rand hier macht. Deswegen muss ich da sehr aufpassen als jetzt die andere. Dann kommen wir zum nächsten Produkt. Mal gucken, was wir hier verwenden. Genau, Cremeprodukte, mit denen fangen wir jetzt an. Bevor ich mich abpuder, oder abpudern tue ich gleich am Schluss. Und zwar verwende ich auf der High-End-Seite einmal dieses Cremeprodukt und das ist die Airbase-Palette. Und da werde ich diesen Blush hier verwenden, diesen Rosenholz-Blush, weil mir der von der Farbe her sehr gut gefällt. Jetzt doof, jetzt kann ich das nicht mit dem Beauty Blender machen, weil sonst ist der ganze wieder weg. Aber ich finde, der ist sehr schön dezent. Der gefällt mir. Von der Farbe her, ich mag das nicht, wenn ich zu viel Blush drauf habe. Ja, aber gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Würde ich auf jeden Fall auch weiter verwenden. Dann verwenden wir Blush Nummer 2 auf der anderen Seite natürlich wieder. Und da habe ich meinen Lieblingsblush von Essence, den es jetzt, glaube ich, nicht mehr gibt. Jetzt dann, glaube ich, nicht mehr gibt. Und zwar ist das der Metal Chrome Blush von Essence. Verwende ich super gerne. Finde ich, hat einen super schönen Glow. So, da brauche ich jetzt aber einen Pinsel dazu. Und da werde ich von Rossmann einen Pinsel verwenden. Da muss man aufpassen, dass das wirklich nicht zu viel wird, weil der ist sehr dunkel und da muss ich echt aufpassen. Oh ja, das war jetzt fast wieder ein bisschen viel. Ja, jetzt bin ich ein bisschen overblushed. Das war sehr, sehr viel. Da muss ich jetzt nochmal mit dem Foundation-Schwamm drüber gehen, weil das war jetzt wirklich zu viel. Habe ja gesagt, da muss man echt aufpassen. Aber jetzt, wenn ich drüber gehe, gefällt es mir wieder besser. So kann man es lassen. Die Seite ist auf jeden Fall stärker als die Seite. Ich glaube, dass ich auf die andere Seite jetzt doch nochmal was drauf gebe. Das war mir doch ein bisschen zu wenig. Sind jetzt beide Seiten? Einmal High-End. Einmal Drogerieseite. Also ich muss sagen, ich mag den Blush einfach total gerne von Essence. Aber man muss wirklich sehr, sehr stark aufpassen, dass man nicht überblusht. Das passiert sehr, sehr schnell mit dem. Aber ich muss sagen, jetzt wo ich nochmal drüber gegangen bin, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Durch das Cremeprodukt ist es halt auch so, dass es nochmal zusätzlich jetzt einen Glanz verleiht. Deswegen muss ich, ja, ich finde, das ist schwierig. Obwohl ich sagen muss, dass der jetzt da auch ein bisschen fleckig geworden ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt am Schwamm liegt. Seht ihr das? Ich finde, die Seite ist ein bisschen fleckig geworden. Also da gefällt mir jetzt die Seite besser, aber ich weiß nicht, ob es nicht am Beauty Blender liegt. Kann ich nicht sagen. Aber die finde ich vom Finishing her wieder schöner. Ich und meine High-End-Produkte. Machen wir auf jeden Fall weiter. Jetzt kommen wir als nächstes erstmal zum Highlighter. Und da verwende ich natürlich auf dieser Seite von Essence den Rainbow Prismatic Highlighter. Den habe ich auch noch nie verwendet. Und den werden wir jetzt auf die Drogerie-Seite geben. Ich stehe total auf Highlighter. Ich highlighte so super gerne. Und der gibt auch wirklich einen schönen Glow-Up. Also der gefällt mir sehr, sehr gut. Seht ihr das? Wirklich ein wunderschöner Glow. Ja, das ist jetzt doof, weil ich will den jetzt auch hier drauf geben. Aber der, wie mischt man jetzt den? Ja, wird schon hinhauen. Genau, dann geben wir den hier noch hin. Ich sage jetzt, den gebe ich aufs Lippenherz und dafür gebe ich den High-End auf die Nase, weil das lässt sich schlecht mischen. Ja, also ich finde den Highlighter auf jeden Fall sehr schön. Dann verwenden wir den High-End Highlighter und das ist mein alles geliebter, leider auch noch nicht verwendeten. Ich verwende die immer nicht so gerne, weil dann werden sie so schnell aufgebraucht. Meinen Amrazy Highlighter, ich liebe ihn. Und den werden wir jetzt auf der anderen Seite verwenden. Das erste Mal, dass ich da mit dem Pinsel reingehe. Also ich finde jetzt, wenn man die vergleicht, ist der wunderschön natürlich. Ich versuche den jetzt noch ein bisschen kräftiger zu machen. Das sind jetzt beide Seiten. Einmal die Drogerie-Seite und einmal die High-End-Seite. Ich muss sagen, ja, ist jetzt schwierig. Sehr schwierig. Der ist halt wirklich auf dieser Seite sehr, sehr natürlich und der, finde ich, ist ein bisschen grob glitziger. Also der glitzert richtig gegen den anderen. Der andere hat wirklich nur so einen ganz leichten Schein. Ganz leichten Schein. Und kann ich jetzt ehrlich nicht sagen, welcher mir besser gefällt, weil ich mag sowohl glitzerigen als auch nicht glitzerigen Highlighter. Aber ich muss sagen, wer auffälligeren Look will, der sollte auf jeden Fall den Essence verwenden. Und wer es schön natürlich haben will, der sollte den Amrazy Highlighter verwenden. Ist natürlich nicht billig,
aber ich verwende den super gerne. Also für den Arbeitsalltag, da verwende ich auch immer Highlighter, kann ich mir den auf jeden Fall sehr, sehr gut vorstellen. Dann kommen wir zum Bronzing Powder. Und da habe ich auf dieser Seite ein Creme-Produkt. Und zwar habe ich aus der Adventure Awaits LE einen Bronzing Stick. Den verwende ich jetzt als Kontur, weil ich einfach nichts zum Konturieren habe ich festgestellt von Essence, beziehungsweise aus der Drogerie. Doch den Miss Lynn habe ich noch, aber den habe ich jetzt drüben. Den hole ich jetzt nicht, weil ich zu bald zum Aufstieg bin. Genau, und das ist diese Farbe und die werden wir jetzt auf dieser Seite verwenden. Ohne Haare natürlich. Also hier oben seht ihr es jetzt auch, dass sich der schon sehr, sehr von meiner Hautfarbe absetzt, die Foundation. Da ist die Foundation besser. Mehr mache ich jetzt nicht, weil ich doch sehr blass bin und ich mag das nicht, wenn ich zu viel Bronzer im Gesicht habe. Und das werden wir jetzt schön verteilen. Was ich halt überhaupt nicht mag, ist, wenn der Bronzer bzw. das Konturpuder zu orangestichig ist. Und das ist, glaube ich, hier ein bisschen der Fall. Hätte ich doch lieber den Miss Lynn hergenommen, der hätte mir besser gepasst. Ich finde, dass die Seite ein bisschen fleckig ist. Ich weiß nicht. Liegt das an mir? Verteile ich das nicht richtig? Seht ihr das auch? Oder bilde ich mir das ein? Auf jeden Fall, die Seite ist jetzt fertig, gebronzt. Gefällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht so gut. So, hier verwende ich jetzt... Oh, der riecht so gut. Oh, der riecht nach Kokosnuss. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Den Butterbronzer von... Physical Formula, und den habe ich auch bei YouTubern gesehen und den musste ich einfach haben, weil der eine super schöne helle Farbe hat und ihr seht ja, ich bin sehr blass und da ist es sehr schwierig einen richtigen Bronzer zu finden. Ja, und da, der ist angenehm, dunkel, aber er ist jetzt nicht, man kann ihn schön aufbauen und er lässt sich auf jeden Fall sehr, sehr schön verteilen. Also, mein neuer Lieblingsbronzer. Ich weiß nicht, die Seite, die kommt mir irgendwie ein bisschen fleckig vor. Da gefällt mir die Seite besser. Aber mehr Bronzer muss es bei mir auch nicht sein. Also ich bin jetzt keiner, der wo total das ganze Gesicht bronzt, sondern beziehungsweise konturiert. Mir gefällt das eigentlich so. Mehr muss es bei mir nicht sein. Und ich muss sagen, die linke Seite kommt mir jetzt sehr orange vor. Weiß nicht, ob ich mir das einbilde, aber ja. Egal, machen wir weiter. Dann haben wir das Gesicht soweit fertig. Deswegen würde ich sagen, pudern wir das jetzt ab. Oder nein, zuerst tun wir noch einen Primer fürs Auge drauf. Und da habe ich auf der Essence-Seite eben so einen 2-in-1 Augenprimer, der ein bisschen glitzert, ein bisschen Glitzer verleiht. Den verwende ich super gerne. Den verwende ich auch sehr gerne einfach nur so, weil der ein bisschen Glitzer hat und somit auch als Lidschatten für mich verwendet kann, werden kann. Genau, wenn ihr das seht, der glitzert sehr schön. Eine Seite fertig, nehmen wir die zweite. Hier haben wir von Kryolan diesen wunderschönen Primer, den ich zurzeit einfach nur verwende, weil ich den super gut finde. Kryolan ist ja Theatermarke. Theaterschminke. Und wir verwenden zum Beispiel Kryolan auch super gerne für Wundenschminken. Da gibt es auch sehr viele Sachen, die man da kaufen kann. Ja, und das bringen wir jetzt auf diese Seite. Was ich sagen muss, was mich hier ein bisschen stört, ist, dass der, glaube ich, ein bisschen das Make-up verschiebt, wenn ich den aufbringe. Aber er hält auf jeden Fall super schön auf. Man muss ihn halt wirklich schön verblenden. So sehen die beiden Seiten jetzt aus. Und dann pudern wir ab. Auf der High-End-Seite verwende ich das Bella Pierre Powder, Banana Powder. Verwende ich zurzeit auch sehr, sehr gerne. Mag ich total gerne, weil das die Haut richtig weich zeichnet. Aber zum Baken kann man das auf jeden Fall nicht verwenden, weil dann die Augenringe gelb werden und das sieht auch nicht sehr schön aus. Jetzt haben wir das jetzt ein bisschen wieder abgedeckt. Das ist jetzt wieder ein bisschen matter. Es glänzt nicht mehr so. Finde ich auf jeden Fall sehr schön. Ich liebe dieses Powder, also das verwende ich super gerne. Und auf der anderen Seite verwenden wir das allseits beliebte Essence Fixing Powder. Habe ich noch nie verwendet, wie man so schön sehen kann. Deswegen bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ich habe mal das lose Puder, das Get Picture Ready Puder verwendet. Das habe ich auch sehr gern gemacht. Das ist leider jetzt schon leer und das gibt es natürlich auch nicht mehr. Es hält das Gesicht wieder ein bisschen auf. Ja, gefällt mir sehr gut. Also muss ich jetzt sagen, tut dem Puder auf jeden Fall nichts weg. Finde ich sehr schön. Es ist nicht cakey. Ja. Ich finde, dass sogar die Seite jetzt durch das Bella Pierre Powder doch ein bisschen gelb geworden ist, vor allem hier oben. Da gefällt mir jetzt fast das Essence Puder ein bisschen besser, weil es nicht ganz so gelb ist. Das hat mir jetzt meine Foundation ein bisschen versaut, das Bella Pierre Puder, würde ich so gern verwenden. So, jetzt hoffe ich, dass ich mir nicht zu viel verpasst habe. Also dies war auf jeden Fall die Essence-Seite und das war die High-End-Seite.
die muss ich jetzt noch verblenden. Ich hoffe, ihr habt das mit der Essenszeit noch gesehen. Wenn nicht, tut es mir leid. Ich habe es nicht gemerkt, dass meine Kamera ausgeschalten hat. Und natürlich auch wieder der untere Wimpernkranz. Für innen verwende ich diesen Ton hier, den Rich Girl Ton. Also der ist schön hell, der ist fast zu hell. Genau. Und am unteren Wimpernkranz wieder das gleiche wie auf der anderen Seite. Was ich aber sagen muss, die bröselt mehr als die Essence Palette. Zwar auch nicht viel, aber die Essence Palette finde ich hat gar nicht gebröselt und die Too Faced Palette eben ein bisschen. Also vom Bröseln her ist auf jeden Fall die Essence Palette besser. Finde ich, habe ich relativ gleich hingebracht. Ich muss sagen, dass die Farben der Too Faced Palette einfach saftiger sind. Also wenn man das so beschreiben kann. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schön. Bis auf das, die Seite gefällt mir einfach besser, weil sie wärmer ist. Die wirkt ein bisschen kälter. Aber das liegt halt an den Farben. So, dann verwenden wir als nächstes Augenbrauenprodukte. Die müssen wir natürlich fertig machen. Und da verwende ich auf dieser Seite meinen Lieblings-Augenbrauen-Styler von Catrice. Aber er ist natürlich für das, dass so wenig Produkt drin ist, sehr teuer. Deswegen verwende ich den auch nur, wenn ich fortgehe. Sonst eigentlich eher selten. Und ich finde es halt super, dass der so präzise ist, weil man wirklich sehr, sehr schöne, präzise Linien ziehen kann. So, dann bürsten wir diese noch durch. Sieht einfach schöner aus. Dadurch, dass da doch Wachs mit drin ist, dass die Wimpern, also die Brauen an ihrem Platz hält, noch so ein gutes Ding an diesem Produkt. Das ist dann mal die eine Augenbraue. Also man sieht auf jeden Fall einen Unterschied zu der. Vorne habe ich viel von der Augenbraue und hinten werden die immer lichter, also weniger. So, dann verwenden wir das High-End-Produkt und hier habe ich eine Probegröße von dem Benefit Gimme Brow. Bin ich gespannt, wie das funktioniert. Das habe ich auch noch nicht verwendet. Eine sehr kleine Bürste, was ich aber auch sehr gut finde. Also ich finde das Produkt jetzt nicht schlecht, aber mir fehlt ein Stift dazu. Ich glaube, dazu muss ich noch einen Stift verwenden, weil das einfach immer noch nicht ganz dicht ist, die Augenbraue. Im Gegensatz zu der, die ist jetzt wirklich sehr schön dicht. Und die kommt mir eben noch so undicht vor und die ist auch ein bisschen gebogen. Ich weiß, da male ich immer ein bisschen drüber, um das eben ausgleichen zu können, aber das hat jetzt der natürlich nicht geschafft, dass er da noch eine Farbe drüber bringt. Also da gefällt mir, jetzt muss ich sagen, der Catrice besser. Dann verwenden wir das letzte Produkt, oder? Ja, das letzte Produkt und zwar Mascara. Auf der High-End-Seite auch wieder von Benefit The Real Mascara. Die hat eine Gummibürste und ist sehr, sehr lang. Die war als Probepäckchen in meiner Jolie-Heft dabei. Verleiht auf jeden Fall einen super schönen Schwung und trennt die Wimpern auch sehr schön und gibt auch sehr schön Volumen. Ja, die gefällt mir. Die würde ich mir sogar nachkaufen. Natürlich teuer, aber die würde ich mir nachkaufen. Die gefällt mir sehr gut. Kann man natürlich auch aufbauen, wenn man will, aber ich finde, das reicht jetzt. Und auf der anderen Seite mein Lieblingsprodukt, also meine Lieblingswimperntusche von Essence, die Big Volume Mascara. Ja, echt leid, wenn ich den Spiegel vorhalte, aber das ist echt nicht leicht. Dann war es das auf dieser Seite, beziehungsweise das war es allgemein. Der Look ist fertig auf beiden Seiten und muss sagen, jetzt zur Mascara noch, dass die ein bisschen mehr Produkt drauf bringt, finde ich. Ein bisschen mehr Volumen bringt und die noch ein bisschen natürlicher aussieht. Ich muss sagen, da gefällt mir einfach die von Essence noch besser. Weiß nicht, was sagt ihr dazu? Das ist auf jeden Fall der fertige Look. Es gab sehr viele High-End-Produkte, die mir besser gefallen haben, aber auch ein paar Drogerieprodukte, die mir einfach besser gefallen haben. Mich würde auf jeden Fall interessieren, was euch besser gefällt, welche Seite, welche Produkte euch besser gefallen. Würde mich super, super stark interessieren. Und das ist der fertige Look. Ich hoffe, euch hat das Vergleichsvideo gefallen. Ich hoffe, es ist nicht zu lange geworden. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall sehr über einen Daumen nach oben freuen, über einen netten Kommentar. Und falls ihr Lust habt, mehr von mir zu sehen, könnt ihr mich natürlich auch kostenlos abonnieren. Unten in der Infobox. Oder auch irgendwo hier an der Seite jetzt am Schluss. Wichtig ist, weil ihr wirklich die Videos regelmäßig sehen wollt, dann müsst ihr die Glocke aktivieren, weil ich das Problem habe, dass meine Videos nicht mehr in der Abo-Box meiner Abonnenten angezeigt wird. Leider, keine Ahnung warum, deswegen am besten die Glocke aktivieren und dann hoffentlich bis zum nächsten Video. Tschüss!